CDU-TV meldet sich heute aus Leer in Ostfriesland. Hier haben wir den jüngsten Kreisvorsitzenden der CDU, Patrick Engel, getroffen und ihn einen Tag lang begleitet. Das, was ich im Moment mache, ist eigentlich ein Vollzeitjob. Eigentlich dürften Sie nebenbei nicht arbeiten, nicht studieren, sondern eigentlich müssten Sie das 24 Stunden am Tag machen. Dadurch, dass ich ein gutes Team drumherum habe, klappt das relativ gut, dass man viele Sachen verteilen kann. Ich habe tolle Mitarbeiter, tolle Vorstandskollegen und so schaffen wir das in der Gemeinschaftsleistung, diesen 24-Stunden-Job irgendwie zu bewältigen. Mich fasziniert an Politik eigentlich, dass wir direkt hier vor Ort den Menschen helfen können. Ich habe gemerkt in den letzten 5 Jahren, wir können hier viel bewegen, wir können hier viel vor Ort bewirken und können den Menschen tatsächlich reell weiterhelfen, dass am Ende des Tages Ergebnisse dastehen, wo wir die Stadt weitergebracht haben, den Landkreis weitergebracht haben und politisch hier was gemacht haben vor Ort. Wir sehen hier auf dem Lande, tatsächlich ist die Welt noch so ein Stück weit in Ordnung. Hier ist das alles ein bisschen ruhiger und hier wird das auch alles ein bisschen angenehmer angegangen. Also da ist die Atmosphäre noch ein bisschen andere, auch im Umgang mit untereinander, auch mit den Menschen, nicht nur mit den Tieren. Das merkt man schon ganz deutlich. Die Stadt Leer macht eigentlich lebenswert, dass es eine interessante Kombination ist aus maritimen Schwerpunkten, aus dem interessanten Hafen, aus dem Freizeithafen, aus Wohnen am Wasser und auf der anderen Seite aber auch vielen historischen Gebäuden, vielen alten Gebäuden. Wir stehen hier vor der Ewenburg, die vor ein paar Jahren sehr aufwendig saniert worden ist, haben auf der anderen Seite die Altstadt, die in vielen Bereichen sehr toll erhalten ist, wo man nicht nur arbeiten und leben kann, sondern auch direkt wohnen kann, einziehen kann, aber trotzdem viele Fassaden erhalten sind und viele Möglichkeiten zum Leben da sind, die einfach toll sind. Guten Tag. Hi. Hallo. Wie ist es? Gut, und du? Zusammen. Ja. Die Unternehmen hier vor Ort kennzeichnet sicherlich, dass viel ausgebildet wird, dass vielen jungen Leuten die Chance gegeben wird, in Ausbildung zu kommen, in Arbeit zu kommen. Das ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und man natürlich hier auch so ein bisschen Nischenbildung betreibt. Meine Eltern sind über Jahre hinweg immer SPD-Wähler gewesen, haben aber immer unterstützt, was ich getan habe. Haben immer gesagt, wenn du dich für die CDU entscheidest, wenn du dich für die Junge Union entscheidest, dann unterstützen wir das, dann fördern wir das sogar. Haben natürlich den einen oder anderen Spruch immer drüber gemacht, weil sie ja politisch dann immer anderer Ansicht waren. Am Anfang hat mein Vater die Diskussion auch noch hin und wieder gewonnen. Mittlerweile ist es schon wieder ein bisschen andersrum. Mittlerweile diskutiere ich ihn dann an die Wand. Welche Persönlichkeit würden Sie gern mal treffen? Ja, vielleicht geht das noch so ein bisschen übers Treffen hinaus. Ich würde eigentlich ganz gern einmal einen Tag die Bundeskanzlerin begleiten. Einfach mal gucken, was man so einen Tag als Regierungschefin macht. Das wäre interessant und das würde mich nur mal so reizen.